Willkommen zu meinem Vortrag auf den Online-Tolkien-Tagen 2021 mit dem Titel Das Land, wo Riesen spazieren, die reale Geografie von Bauer Giles von Hem. Mein Name ist Dr. Christian Weichmann, ich bin Mitglied der Deutschen Tolkien-Gesellschaft und ich habe schon verschiedene Vorträge auf Tolkien-Tagen hier und woanders gehalten. Unter anderem diesen Vortrag auch schon mal auf einem realen Tolkien-Tag 2018 hier in Gellerpont. Wenn ich jetzt von realer Geografie in einer fantastischen Geschichte spreche, dann stellt sich natürlich die Frage, gibt es Vorbilder dafür? Es kommt in Fantasy und Märchen sonst irgendwo reale Geografie vor? Und die Antwort ist natürlich ja. Also nicht unbedingt mit Vorbildern, aber es gibt durchaus Beispiele für reale Geografie in Fantasy und Märchen. In Märchen ist es sehr selten und auch meistens nicht sehr tiefgehend. Also ein Beispiel für reale Geografie in Märchen ist natürlich die Bremer Stadtmusikanten, wo die reale Stadt Bremen eine gewisse Rolle spielt, als zumindest als Ziel der Geschichte. Aber die Geografie davor ist schon sehr offen gestaltet, auch nicht wesentlich genauer als sonst in Märchen. Man hat einen Bauernhof, ein Räuberhaus und wie die jetzt zueinander liegen, und wie die zu Bremen liegen, wird nicht wirklich gesagt. Ähnliches gilt halt auch für zum Beispiel die Einzelmännchen von Köln, die zwar in Köln angesiedelt sind, aber eben auch nicht viel mehr dazu sagen. Gut, der Rattenfänger von Hameln hat immerhin eine Straße, über die er aus der Stadt rausgezogen ist. Insofern, da gibt es schon relativ viel reale Geografie in diesem Märchen. In Fantasy ist es noch mal etwas mehr. Da gibt es zum Beispiel die sogenannte Portal Fantasy, in der Leute aus der realen Welt in fantastische Welten überwechseln, wo man dann eben zumindest in der realen Welt, wie wir sie kennen, die reale Geografie auch hat. Und so zum Beispiel im Zauberer von Oz, wo es dann eben heißt, that's, we are not in Kansas anymore. Wir sind nicht mehr in Kansas, was deutlich zeigt, wir waren vorher in Kansas, was reale Geografie zeigt. Noch mehr gibt es natürlich in Fällen, in denen die Fantasy unsere reale Welt als Basis nimmt und diese um fantastische, magische Elemente erweitert. Da ist in heutiger Zeit natürlich Harry Potter sehr bekannt, wo natürlich London eine gewisse Rolle spielt und auch andere Teile von England. In London auch ein spezieller Bahnhof, wenn es auch der falsche Bahnhof ist, mit einem dann fantastischen oder fiktiven Gleis. Und das andere sind eben sogenannte Urban Fantasy Geschichten, in denen auch eben Städte der realen Welt normalerweise genommen werden und die Protagonisten in diesen Städten leben, dort reale Orte antreffen, reale Personen möglicherweise sogar treffen und trotzdem einen Bezug zu einer fantastischen Welt oder einem fantastischen Ereignissen, fantastischen Wesen haben, die eben über das, was wir üblicherweise kennen, hinausgehen. Da zum Beispiel sind da die Jim Butcher-Romane zum Detektiv Harry Drayson und die Romane von Ben Aronovitch, die Flüsse von London und die daraus folgende Serie, die eben Chicago und London als Ausgangspunkt, aber nicht als einzige Handlungsorte in realen Welt haben. Und sich hauptsächlich tatsächlich auch in der Re geografisch in der realen Welt abspielen. Aber wir oder ich möchte mich ja jetzt hier mit Tolkien beschäftigen. Und Tolkien hat auch ein paar Angaben zu realer Geografie gemacht.
und hat in einigen Geschichten Beziehungen zu realer Geografie. Zum Beispiel hat er zur Mittelerde gesagt, dass die Hobbits heutzutage immer noch in derselben Gegend wohnen wie damals, nämlich im Nordwesten Europas. Was also heißt, das Auenland entspricht dem Nordwesten Europas, weil Tolkien sagte, unsere Welt ist Mittelerde oder Mittelerde ist unsere Welt, aber in einer lange vergangenen Zeit. Gondor hat er dann von der Lage her in etwa Italien zugewiesen. Und es gibt einige Fälle, einige Leute, die es schon versucht haben, entweder eine Realweltkarte auf eine Auenlandkarte zu projizieren oder umgekehrt, um eben diese Zusammenhänge klarzustellen, darzustellen. Das ist aber so, dass natürlich durch den großen zeitlichen Abstand, den Tolkien da angesetzt hat, die Welt sich deutlich verändert hat, sagte selber, Kontinente, die Länder haben sich deutlich verändert. Insofern bringt eine realweltliche geografische Analyse jetzt nicht viel in Bezug auf Mittelerde. Herr Glück und Blatt von Tüftler könnten eher was bieten, weil das sind beides Geschichten, die tatsächlich eher in unserer Zeit spielen, eher in unserer Welt spielen. Man hat im Herr Glück ein Auto, in Blatt von Tüftler hat man Eisenbahn und Fahrräder. Also Technik, die heute zumindest zu Tolkiens Zeiten, wie sie zu Tolkiens Zeiten aktuell und modern war. Aber beide Geschichten haben eine sehr grobe Geografie. Sie sagen, machen keine großen Aussagen. Bei Herr Glück hat man einen Ort, einen Hügel neben dem Ort, einen Wald in der Nähe, ein einsames Haus an der Kreuzung. Also nicht sehr viel, eher märchenhafte Geografie. Und bei Blatt von Tüftler ist es ähnlich. Man hat eine Stadt, man hat zwei Häuser, die nebeneinander stehen. Man hat einen Bahnhof, und das war's dann eigentlich auch schon. Bevor es zu Bereichen geht, von denen ganz klar gemacht wird, dass sie eben nicht mehr in unserer realen Welt liegen. Also bringt es hier auch nicht wirklich viel von realer Geografie zu sprechen. Vielversprechender ist dann der Schmied von Großholzingen, auch wenn der wieder in einer früheren Zeit spielt. Nicht in unserer Zeit, aber das Originaltitel ist Smith of Wooden Major und eine gewisse Rolle spielen dann eben zwei Orte, Wooden Major und Wooden Minor, die da Nachbarorte sind. Und diese Namen klingen schon nach typisch englischen Ortsnamen. Insbesondere auch eben diese Unterteilung oder Bezeichnung der zwei Orte in Major und Minor, also den großen und den kleinen Ort. Und Wotan ist durchaus tatsächlich ein mit jeglicher Schreibweise, ob das jetzt mit einem T, zwei Ts, gibt es da als Ortsnamen tatsächlich in England, aber es gibt eben kein Wooden Minor und kein Wooden Major. Insofern hat auch diese Geschichte keine reale Geografie. Teilweise reale Geografie hat aber die Geschichte Rowarendum, die wiederum tatsächlich zu Tolkiens Zeiten spielt. Er hat Lastwagen und Schiffe, die das Meer verschmutzen und solche Sachen. Die Geschichte spielt definitiv in England. Sie spielt auf dem Mond und im Meer, dem Atlantik wohl hauptsächlich. Wir wissen schon mal, dass bei einer Geschichte, die irgendwie einen Turm mit einem Zauberer darin enthält und eine Höhle, in der ein Drache wohnt, die Geografie oder eher Lunografie auf dem Mond recht fiktiv sein muss.
Auch der Palast des Seekönigs und der Rest der Geografie unter Meer ist wohl eher fiktiv und kann nicht wirklich bestimmten Orten auf der realen Welt zugeordnet werden. Auch die Angaben zu den Orten in England sind nicht sehr deutlich und sehr klar. Da kann man aus der Geschichte nicht wirklich entnehmen, wo spielt das, welche Geschichte, welche Sache liegt jetzt dahinter. Aber es gibt tatsächlich einen biografischen Zusammenhang, der es erlaubt, zumindest eine Szene in Roverendum tatsächlich einer realen Geografie zuzuweisen, auch wenn der Rest nicht so speziell definiert ist. Und zwar ist diese eine Szene die Szene, in der Little Boy 2, der kleine Junge Nummer 2, seinen frisch erworbenen kleinen schwarz-weißen Spielzeughund am Strand verliert und trotz intensiven Suchens nicht wiederfindet. Dieser kleine Spielzeughund ist der verwandelte Rover, beziehungsweise später dann Rover Random, der an diesem Strand dann den Sandzauberer Psammathides trifft und von diesem dann später auf den Mond geschickt wird. Dieser biografische Zusammenhang für diese Szene ist der nämlich, dass Little Boy 2 tatsächlich Michael Tolkien, der zweite Sohn Tolkiens ist. Dieser hat tatsächlich an einem Strand einen kleinen Spielzeughund verloren, und zwar am Strand von Filey im Nordosten Englands. Diesen Spielzeughund haben sie nicht wiedergefunden, und zum Trost hat Tolkien dann diese Geschichte von Roverandom erfunden, in dem der dieser kleine Spielzeughund tatsächlich Abenteuer noch erlebt und ein verwandelter echter Hund ist. In dieser Geschichte trifft der Hund als realer Hund später den kleinen Jungen Nummer 2 wieder bei seiner Großmutter. Das geht natürlich in der Realität nicht, weil beide Großmütter sind zu diesem Zeitpunkt schon tot. Insofern gibt Roverendum nur eine sehr indirekte reale Geografie und auch nur sehr eingeschränkt. Definitiv reale Geografie inklusive Straßennamen und Hausnummern gibt es bei den Briefen vom Weihnachtsmann, die zum großen Teil nach Oxford an bestimmte Adressen von Tolkiens geschrieben werden. Allerdings am anderen Ende ist die Geografie nicht ganz so real, denn die Briefe kommen vom Nordpol und dort ist die Geografie eher fiktiv. Es gibt am Nordpol definitiv keine Stange und nicht das Haus vom Weihnachtsmann direkt nebenan. Aber kommen wir jetzt zur Geschichte Bauer Giles von Ham und zu ihrer realen Geografie. Ich gebe jetzt gleich ein paar Orte an, die in Bauer Giles von Ham eine gewisse Rolle spielen. Dabei ist es natürlich nicht zu vermeiden, dass ich ein paar Spoiler verteile. Wer also die Geschichte noch nicht gelesen hat und sich die Spannung aufheben möchte, der muss leider an dieser Stelle aufhören. Andererseits, ich glaube, man kann diese Geschichte auch mit großem Vergnügen lesen, wenn man Teile der Handlung schon kennt, weil sie einfach eine lustige Geschichte ist. Wie der Titel schon andeutet, handelt die Geschichte vom Bauern Giles, der in einem Ort namens Ham wohnt, den ich jetzt einfach mal hier irgendwo auf die Karte gepackt habe. Nicht ganz zufällig, weil, wie ich später nochmal darauf zurückkommen werde, liegt Ham im Südosten des relevanten Gebietes.
Dann wird ein weiterer Ort erwähnt, Ochsenfurt. Dieser Ort spielt für die Geschichte keine Rolle, wird nur als Heimatort von vier Waisen erwähnt, die eine Definition des Wortes Blunderbuss, Donnerbüchse, geschrieben haben, was relevant ist, weil Giles eine solche Waffe benutzt in der Geschichte. Ich habe trotzdem Ochsenfurt, auch wenn es für die Geschichte nicht relevant ist, einfach mal mit auf die Karte draufgenommen. Für die Geschichte wenig relevant, aber eben positioniert als 4 Meilen nordwestlich von Ham, ist der Ort Oakley, der in dem ein Pfarrer lebte, der von dem Drachen Chrysophylax gefressen wurde. Der Pfarrer war allerdings recht dürr und deswegen war der Drache nicht sehr gesättigt nach dem Mahl. Und dann kommt noch der Ort Warminghall oder wie in der Geschichte auch genannt wird, Aula Draconaris. Dieser Dra Ort wird gegründet am Ende der Geschichte vom Dra Orden der Wormwardens, der Drachenhüter, der von König Aegidius gegründet wird. Jetzt kommt noch erschwerend hinzu, dass Giles später als Lord of the Tame Dragon bezeichnet wird. Oder auch Lord of Tame. Andererseits ist er eben auch Giles of Ham. Das führt dann zu einer Vermischung, die dazu führt, dass aus Ham später Thame wurde. Wobei Tolkien darauf hinweist, dass das H in diesem Namen ziemlich sinnlos ist. Also haben wir die Karte nochmal modifiziert und schreiben statt Ham hier unten Thame hin. Und jetzt lege ich einfach mal einen Ausschnitt einer Karte von England darunter. Und was finden wir? Ein Ort Thame, ein Ort Warminghall, ein Ort Oakley und Oxford, was vom Namen her dieselbe Bedeutung wie Ochsenfurt hat. Diese Übereinstimmung sieht man hier auch auf der Karte von Pauline Baims, die in der 50 Jahre Jubiläumsausgabe von Former Giles of Ham enthalten ist. Hier findet man die Orte Aula Quaconaria und Quercetum. Quercetum ist Oakley, der lateinische Name von Oakley. Und man sieht hier den River Thames und den River Cherwell, die zusammenfließen an dem Ort, wo Oxenford liegt. Und das ist eben der Ort, wo Oxford liegt. Tolkien hat auch ein paar Angaben zur Geografie dieser Geschichte in seinem Vorwort gemacht. Er schreibt, sie spielt im Tal der Themse mit einem Ausflug nach Nordwesten nach Wales. Wales ist der Bereich, in dem die Drachen und Riesen ursprünglich wohnen und wo die herkommen, um Giles' Ruhe zu stören. Und der Bereich, wo Giles dann seinerseits mit den Rittern hinreiten muss, um den Drachen zu finden. Weitere Ausgabe, die ich schon zitiert hatte, Thame liegt im Südosten des kleinen Königreichs. Und das kleine Königreich reichte wenig westlich über die Themse hinaus und nach Norden nicht über Otmore hinaus. Hierzu nochmal kurz die reale Karte. Hier ist Otmore eingezeichnet. Das ist ein Moorgebiet. Allerdings gab es einmal einen Außenposten gegen das Mittlere Königreich in Farthingehoe. Außerdem schreibt Tolkien im Brief 116, dass die Geschichte in Oxfordshire und Buckinghamshire, beziehungsweise er schreibt da Bucks, spielt, mit Ausflügen nach Wales. Das hatten wir ja schon erwähnt. Und er erwähnt noch, dass die Begegnung von Garm, dem Hund, mit dem Drachen in der Nähe von Rollrides stattfindet.
Nachdem wir jetzt ein paar Orte identifiziert haben, möchte ich zu einigen Orten ein bisschen genaueres sagen. Zu Oxford sage ich jetzt nicht viel, weil Oxford ja für die Geschichte selbst nicht so wichtig ist. Das ist nur diese vier Weisen, die die Definition geschrieben haben, wird da zitiert. Und da ist der Zusammenhang einfach der, dass die Definition von Blunderbuss, die da verwendet wird, aus dem Oxford English Dictionary abgeschrieben wurde, das wiederum von vier Herausgebern herausgegeben wurde. Aber dann zum Ort Thame. Dieser hieß früher Thame und nicht Ham, wie Tolkien da schreibt. Es ist also tatsächlich genau umgekehrt, als was Tolkien da gesagt hat. Es ist nicht der Ortsname Hem, der durch die Eigenschaftsname Tame irgendwie verändert wird zu Thames, sondern es ist der Ortsname ist von vornherein Tame und aus irgendeinem Grund kommt ein H rein. Aber wie Tolkien sagte, dieses H ist unbegründet. Also das ist nicht wirklich ein nachvollziehbarer oder erkennbarer Grund. Der Ort wird im Domesday Book genannt, dem Art Grundbuch für England aus dem 11. Jahrhundert, das nach der normannischen Invasion eben festhält, wer herrscht wo. Hier sieht man den Namen Tame. Das ist der Eintrag aus dem Domesday Book. Ich kann den nicht wirklich lesen oder verstehen. Aber man kann daraus entnehmen, dass damals Thame dem Bischof von Lincoln gehörte und eine Mühle hatte. Außerdem, dass es 1066 27 Dorfbewohner, 26 Tagelöhner und 5 Sklaven hat. Warminghall hieß früher Bermalle. Steht auch im Domesday Book hier, Bermalle. Gehörte da 1066 Edeva, der Frau von Wolfhard, weit, als Lehen von König Edith. Und hatte 16 Dorfbewohner, 6 Tagelöhner und 4 Sklaven. War also deutlich kleiner als Thame. Und Oakley hieß früher Ochley, hat den größten Eintrag im Domesday Book. Ja, Ochley. Und gehörte 1066 Elfgis, der Mutter von Godwin, als Lehen von König Edward. Und hatte 9 Dorfbewohner, 7 Tagelöhner und 3 Sklaven. Also nicht so der Riesenort. Noch eine kurze Bemerkung zum Fluss, der in der Geschichte eine kleine Rolle spielt. Wie Tolkien erwähnt hat, spielt die Geschichte im Tal der Themse, Thames. Und es gibt eine Schlacht an der Brücke von Ham. Daraus könnte man jetzt schließen, wir haben eine Schlacht an der Brücke über einen Fluss und wer spielt in einem Tal eines Flusses, dass Ham an der Themse liegt. Das ist aber falsch. Ham liegt am Thame. Der Thame ist ein Nebenfluss der Themse, 95,6 Kilometer lang und bildet teilweise die Grenze zwischen Buckinghamshire und Oxfordshire. Das heißt also im Prinzip, Tolkien hatte offensichtlich mit Tal der Themse dieses ganze große Gebiet gemeint, das auch den Thame umfasst. Die Handlung kommt tatsächlich nie näher als 10 Kilometer an die Themse ran. Das kleine Königreich ist wirklich klein. Nicht viel mehr als 20 Kilometer im Durchmesser. Berlin ist 3 bis 4 Mal größer als das kleine Königreich. Tolkien hatte dann noch erwähnt, eben, dass das Treffen des Hundes mit dem Drachen, beziehungsweise wo der Hund auf den Drachen stößt und zu seinem Glück von dem Drachen nicht bemerkt wird, in der Nähe von Rollright stattgefunden hat. In der Geschichte wird gesagt, nördlich über die Hügel und noch weiter, ungefähr jenseits der stehenden Steine. In der Nähe des Ortes Rollright gibt es die sogenannten Rollright Stones, ein Steinkreis, den ich hier abgebildet habe teilweise. Das muss offensichtlich der Ort sein, wo
der Drache unterwegs war und wo Garm auf ihn traf, während er auf einem unerlaubten Spaziergang war. Dieser Ort ist etwa 50 Kilometer von Thame bzw. Hem entfernt. Das heißt, der Hund hatte schon ziemlich langen unerlaubten Spaziergang gemacht und hatte dann einen ziemlich langen Rückweg, den er dann sehr erschöpft damit abschloss, dass er versuchte, seinen Herrn zu warnen vor der Gefahr des Drachen. Das mittlere Königreich, das von dem sich das kleine Königreich ja dann abspaltet, sieht Tom Shippey als Mercia, weil Mercia ist das mittlere von den sieben Königreichen der Engländer, von den traditionellen, und Tolkien sah sich selbst als Nachkomme von Leuten aus Mercia. Shippey schließt dann, dass das kleine Königreich Frisowald Surrey sein könnte oder von Frisowald Surrey inspiriert sein könnte. Frisowald von Jersey war Unterkönig unter König Wulfhere von Mercia in Surrey im 7. Jahrhundert. Und es gibt zwei Charters, die Land an Abt Eorkenwald von St. Petersminster in Jersey abtreten. Und diese zwei Charters wurden beide in Thame ausgestellt. Das heißt also, Thame scheint eine gewisse Bedeutung in der Verwaltung von Frithwald Surrey zu haben. Insofern ist es nicht so abwegig, dass zumindest dieses Gebiet ein Vorbild oder Inspiration für das kleine Königreich gewesen sein könnte. Die Hauptstadt des Mittleren Königreichs, wenn das Mittlere Königreich Mercia ist, wäre Tamworth. Wenn man eine gerade Linie von Thame nach Tamworth zieht, kommt man da in Farthing-Hoe vorbei, was durchaus nicht unlogisch ist, wenn gesagt wurde, Farthing-Hoe ist ein Vorposten vom kleinen Königreich, dessen Hauptstadt Thame ist, gegenüber dem Mittleren Königreich, dessen Hauptstadt Tamworth ist. Also der Vorposten liegt direkt auf der Verbindung der beiden Hauptstädte. Auf dieser geraden Linie hat man dann einen Abstand von Thame und Tamworth von 68 Meilen. Wenn jetzt aber in der Geschichte nachschaut, dann steht da, die Hauptstadt des Mittleren Königreichs war etwa 20 Meilen von Hem entfernt. Das passt dann nicht so gut. Also bisher hat er den meisten Sachen ganz gut gepasst, aber 68 Meilen gegenüber 20 Meilen, das stimmt irgendwie nicht so ganz. Aber andererseits wäre bei 20 Meilen auch die Frage, inwieweit da dann Farthing-Hoe noch wirklich ein Vorposten gegen das Mittlere Königreich sein könnte. Also irgendwas passt nicht so ganz. Und tatsächlich, was nicht passt, ist die Übersetzung. Die deutsche Übersetzung hier an dieser Stelle. Denn im englischen Original steht, die beiden Städte sind 20 Leagues, also 20 Wegstunden voneinander entfernt. Und da eine Wegstunde so ungefähr 3 Meilen sind, kommt man dann auf 60 Meilen, was dann schon deutlich besser zu den 68 Meilen der realen Entfernung von Tamworth und Thame liegt. Es ist ja auch, wie gesagt, nur eine ungefähre Angabe. Insofern, insgesamt sind die Theorien durchaus passend, das Mittlere Königreich Mercia ist das kleine Königreich eben in diesem Bereich hier unten in der Nähe von Oxford anzusiedeln ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen weiteren Online-Tolkien-Tag 2021.